Auch. Was juckt die 10 Euro oder so, Ja. ne? Für uns ist das eine Woche überleben. Nicht zu betreiben. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ihr uns irgendwie jetzt unterstützen müsst, sonst Nee, nee. Was, wir kacken kacken sonst? Wollt ihr ein Kackvideo? Ich wollte ein anderes Wort. Ich wollte abkratzen sagen, aber ich denke. Dann abkacken wir richtig. Egal. Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Ja, und wir haben wieder ein neues Thema für unseren Brettspiel-Talk. Wir bleiben bei dem kreativen Namen, aber ich glaube, dann wissen auch alle, worum es geht. Ja. Und ja, für die, die es nicht wissen, wir quatschen einfach. Wir haben uns kurz Gedanken gemacht. Dann kurz in unserem Kopf, 5 Sekunden. Die Kamera angemacht, wir haben keine Notizen oder so. Deshalb erwartet jetzt hier keine Pro, Contra, bla bla bla. Strukturierung. Ja, ist hier keine Analyse, wie sonst immer. Ja, Spaß. Nee, und zwar, wir lösen ja gerade ein paar Brettspiele aus unserer Sammlung weg. Und zwar die Spiele, die wir selber nicht mehr spielen, die wir halt eigentlich auch gar nicht mehr rausgeholt haben seit locker einem Jahr oder so, oder die uns vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Dazu haben wir schon ein paar Videos aufgenommen. Ihr werdet bald ein ganz großes Video sehen, wo wir da ganz viel aufräumen. Das hat, haben wir gerade gemacht, das hat ehrlich gesagt. Jetzt, wo wir fertig sind, ist das ziemlich cool, weil der Schrank, auf einmal, du guckst in den Schrank und du siehst und du merkst, dass... Du weißt, was du hast und du... Weiß ich nicht, du hast auch direkt Lust, was zu spielen. Ja, und die Spiele sehen auch alle cool. Du hast da nicht so, ah, gutes Spiel, Spiel, gutes Spiel, gutes Spiel. Sondern das sind wirklich Spiele, die uns beiden wirklich Spaß machen. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, immer wenn ich in diesen Schrank reingeguckt habe, hatte man keine Lust zu spielen. Und als wir alles dann rausgeholt haben, ne, wir haben das nach dieser Marie Kondo gemacht. Ja, also KonMari-Methode. KonMari-Methode. Wir haben alles rausgeholt und haben dann geschaut, also könnt ihr euch das Video dann später anschauen. Und ja, wenn man alles rausholt, merkt man eigentlich, Alter, wir haben übertrieben viele Brettspiele. Ja, das sind, und das waren überwiegend kleine Spiele. Ne? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir werden das mit dem Schrank dann später auch noch machen. Aber da werde ich... Wird viel weniger, denke ich, wegkommen. Ja, da wird das nicht so, weil wir viele kleine Spiele doch weggelegt haben. Ja, wir haben viele kleine und auch einige Sachen haben wir auch ein bisschen dort versteckt, muss ich sagen. Weil der ist halt so ein Schrank, den kann man zumachen, das sieht man nicht von außen, wenn da irgendwas ist, weil das war alles so durcheinander. Und alles wurde dann, ja, egal, einfach da rein. Und deswegen, ja, ich bin auch ziemlich froh, und das sind viel weniger Spiele. Aber man sieht sie alles, man guckt halt in den Schrank und du siehst alle Spiele auf einmal und kannst dann auch direkt entscheiden, was möchte ich spielen. Ja. Und davor war einfach alles übereinander gestapelt, hintereinander gestapelt und dass du das gar nicht sehen konntest. Und dass einige Spiele du schon vergessen hattest. Ja, Jump Drive. Zum Beispiel. Okay. Naja. Und auf jeden Fall haben wir die Spiele dann alle ausgeräumt und dann dachten wir uns so, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Spielen? Ja, wir haben viel überlegt und da hatten wir dann noch einen Kommentar, der geschrieben hat, dass wir Rezensionsexemplare auf jeden Fall verschenken müssen. Und ja, da dachten wir uns, machen wir doch mal ein Video über Rezensionsexemplare. Über Rezensionsexemplare. Ich leite mal kurz so ein. Und zwar, Rezensionsexemplare sind Spiele, die wir von den Verlagen kriegen, weil wir sie hauptsächlich anfragen. Ja, das sieht in der Regel bei uns, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber bei uns sieht das so aus, dass ich zum Beispiel dann Asmodee oder Pegasus schreibe, wir würden uns gerne diese Spiele anschauen und die gerne vorstellen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr die uns gerne zuschicken. Bei einigen Verlagen kriegen wir dann die Spiele zugeschickt, andere Verlage sagen dann, ihr könnt erstmal nur ein oder zwei und wenn ihr die fertig habt, schicken wir euch neue zu. Andere sagen, okay, ihr müsst eine bestimmte Prozentzahl von dem Spiel bezahlen, weil wir das als Verlag noch nicht tragen können. Das ist bei jedem Verlag etwas anders, aber das Wichtigste ist, was bei jedem Verlag... Riecht ein bisschen komisch hier, oder? Ich riech noch nichts, es kommt gleich hin. Das war Mercy. Okay. Okay, was aber bei jedem Fall... Ne, das hat so, als ob es so verbrannt oder so, aber naja, ist egal. Hast du Angst um die Brettspiele? Die Brettspiele verbrennen schon von selber.
Was aber bei jedem Verlag gleich ist, wir kriegen die Spiele dann, aber unter der Bedingung, dass wir auch komplett unabhängig sind. Ja, der Verlag erwartet nicht von uns. Ja, das ist eigentlich keine Bedingung. Ja, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen sollte. Ja, sie gehen ohne Bedingung. Also, wir bekommen die Spiele dann. Christopher Greif legt vor, ich habe hier eine ganze Fragereihe in meinem Kopf erstellt. Aber ja, wir kriegen die Spiele und das war's. Also da, und dann kommt vom Verlag kommt dann gar nichts mehr. Ja. Meistens. Meistens. Das ist, ich muss sagen, es ist nicht immer so, aber bei den meisten, ja, sondern ihr macht damit, was ihr wollt. Wir hatten ganz am Anfang, als wir mit dem YouTube-Kanal gestartet sind, da haben wir auch ein Rezensionsexemplar bekommen und dann fanden wir das Spiel richtig schlecht. Und dann haben wir uns gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Müssen wir dazu jetzt eine Rezension machen oder nicht? Haben dem Verlag geschrieben, ja, hier, wir finden das Spiel nicht gut. Was sollen wir damit jetzt machen? Und ihr macht damit, was ihr wollt. Macht darüber ein Video, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann macht ihr kein Video darüber. Und das hat mir eigentlich so ziemlich gezeigt, was es heißt, ein Rezensionsexemplar zu bekommen. Die Verlage geben dir ein Spiel und du machst damit, was du willst. Du kannst damit, da kannst dazu nichts dazu machen. Ja. Kannst dazu aber auch was machen. Und ich denke, wenn du nichts, gar nichts, nie, also wenn du nur anfragst, aber nie was dazu machst, dann werden die Verlage irgendwann sagen, ja, okay, irgendwie haben wir, wollen wir dir gar nichts mehr schicken. Aber ja, bisher hatten wir gar keine Probleme damit. Also wir haben so einige, wir haben auch Spiele, die wir bekommen haben, aber nichts dazu gemacht haben. Ja, war aber sogar Spiele, die wir gut finden, einfach nur, weil es irgendwie dann untergegangen ist. Gaia-Projekt zum Beispiel. Also wir haben keine Rezension dazu gemacht, aber wir haben es halt in Top-Listen und alles dann eingebunden. Es kommt halt immer wieder vor. Ja. Ich sag mal, ein schlauer Verlag wird da auch nicht eingreifen. Und bei uns ist das auch bei uns aus unserer persönlichen Erfahrung. Hatten wir einmal, kann ich mich erinnern, dass ich genervt wurde, wann kommt denn jetzt das Video, wann kommt denn jetzt das Video? Und dann habe ich geschrieben, ja, wir haben jetzt aber gerade keine Lust, zu dem Spiel ein Video zu machen, ne? Weil wir machen das hier aus Spaß. Ja, und dann hat man mich genervt und dann habe ich gesagt, ja, tschüss. Ne? Und seitdem hatte ich auch mit dem Verlag nichts mehr zu tun. Ich weiß gar nicht, von welchem Verlag du redest oder von welchem Spiel. Ja, ist ja auch egal, wir wollen hier keine Namen nennen. Das passiert aber häufig auch. Also das war nur einmal bis jetzt, sonst ist es wirklich so, man schickt uns das Spiel und das war's. Dann schreibt man dir nicht irgendwie, mach doch nochmal was oder willst du nicht darüber reden oder wieso fandet ihr das Spiel so schlecht oder ihr habt das irgendwie falsch erklärt oder sowas. Ja, okay, und warum ist das so? Weil das ist, es ist halt nicht diese Werbung. Wir werden nicht dafür bezahlt, das zu machen oder irgendwie. Es ist halt keine Werbung in dem Sinne, wir haben es bekommen, deswegen müssen wir dieses Spiel auch gut bewerten und wir haben irgendwelche Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Das gibt es halt hinter diesem ganzen Konzept von Rezensionsexemplaren nicht, sondern wir bekommen die und können damit machen, was wir wollen. Wir können die schlecht reden, gut reden, wie wir wollen. Let's Play, was auch immer. Da gibt es überhaupt keine Rahmenbedingungen. Ja. Sind alle unsere Spiele Rezensionsexemplare? Nein. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ein paar, ich sag jetzt einfach mal Neider, ich kann euch verstehen, wenn ich nur ein paar Spiele hätte und die anderen gucken würde und die haben so voll viele, dann würde ich, und die wären jünger als ich, dann würde ich auch das ist der Punkt. Eifersucht vielleicht empfinden, deshalb kann ich verstehen, aber nein, wir haben hier nicht nur Rezensionsexemplare und wir fragen nicht einfach nur die Spiele die ganze Zeit an, um cool zu sein, weil wir haben so viele Spiele, ne? Dann würden wir die ja jetzt wohl kaum aussortieren, die uns nicht gefallen. Viele Spiele kaufen wir selber, bei uns machen wir das ja hauptsächlich so, ja, dass Wally und ich, ja, wir sind eine Familie, wir zusammen spielen, dann Magadam spielt mit uns und Paul spielt mit uns und Herbert spielt mit uns und dass wir das dann immer aufteilen, wer kauft jetzt welches Spiel, wer bezahlt jetzt das, wer bezahlt jetzt das. Ja. Wobei man muss natürlich auch sagen, mit der Zeit, damals, vor einem Jahr, haben wir natürlich viel, viel mehr Spiele auch selber gekauft. Weil, ja, man muss auch sagen, wir sind auch nicht die Einzigen, diese Brettspielsammlung ist nicht komplett unsers. Weil da gehören auch so einige Spiele halt auch anderen Menschen. Ja, und Alexei. Ja, also es sind mehrere Leute und wir holen sie alle hier hin. Warum? Weil wir uns hier öfter treffen. Und das, hier immer spielen. Ja, und das ist dann einfacher, sie sind dann einfach schon da, man muss sie nicht immer hin und her schleppen. Und deswegen haben wir die hier und deswegen ist auch, aber wir zeigen euch so, das ist unsere Brettspielsammlung, aber es ist in Wirklichkeit nicht nur unsere.
Und deswegen sind auch, und die bekommen natürlich keine Rezensionsexemplare. Die machen ja nichts. Ja, zum Beispiel die zwei Gloomhavens, die wir hier haben. Das sind keine Rezensionsexemplare. Ja, die haben wir komplett gekauft. Also, so, es sind so einige Spiele, aber mittlerweile bekommen wir mehr Rezensionsexemplare. Ja. Das ist, wir bekommen die und ja, finde ich gar nicht schlimm. So, ja, was auf den Punkt von Anfang zurückzugreifen, was passiert jetzt mit den Spielen, die wir aussortiert haben? Ja, und da haben wir halt so ein bisschen überlegt. Dann, wie gesagt, kam dann noch das Kommentar, wir müssen die verschenken. Ja, oder ich weiß nicht, ob wir jetzt müssen, hat er bestimmt nicht geschrieben. Aber es ist so gang und gäbe, dass wir die jetzt alle verschenken. Und ja, da haben wir so überlegt. Und ehrlich gesagt, müssen wir persönlich sagen, dass wir das, diese Meinung überhaupt gar nicht teilen. Und ja, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. So, und zwar fange ich einfach mal an, wieso wir das jetzt persönlich gar nicht so sehen. Und wieso wir unsere Brettspiele verkaufen werden. Wir machen das so, die wir jetzt aussondern. Erstens wissen wir sowieso nicht, was jetzt Rezension, was von uns ist. Und darauf hätte ich keine Lust. Und zweitens, wir werden die Spiele bei Patreon erstmal für unsere Patrons hochladen, die uns unterstützen, damit die als erstes schauen können, was sie davon haben wollen und was dann übrig bleibt, das werden wir dann auf Facebook und Co. posten zum Verkaufen. Ja, und wir werden auch unsere Rezensionsexemplare verkaufen. Und ja, wie können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Ganz einfach, wenn wir, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte von Stunden ich in diesen Brettspielkanal mit Walli gesteckt habe, auch mit Herbert und Paul, so viel Arbeit, ja, auch unsere Brettspielshow und Brettspielsong und hast du nicht gesehen. Und natürlich macht uns das super viel Spaß, aber falls ihr mein Video vorher gesehen habt, sind wir natürlich, und Walli, vielleicht machen wir mal so ein FAQ, sind wir beide natürlich noch Studenten. Plus hinzu kommt, mein Studium läuft gerade gar nicht gut, weil ich halt eine wichtige Klausur und ne, da wird gerade halt jetzt noch geschaut, was jetzt passiert hier und da. Und unser Brettspielkanal ist rein theoretisch vom Zeitaufwand schon mehr als ein Nebenjob geworden, der nicht bezahlt wird. Die Sache ist, wir wollen ja auch, also wir müssen nicht für alles irgendwie bezahlt werden hier und wir wollen einen Stundenlohn haben und hier und da. Das ist Quatsch. Gut, ne? Das, ich hätte nichts dagegen, es ist jetzt nicht so, aber das muss nicht sein. Und so, wir verlangen auch nicht Geld von den Verlagen, um jetzt ein Video über irgendeine Spiele zu machen. Bloß deswegen haben deswegen einfach kein schlechtes Gewissen, wenn wir sagen, ja, wir verkaufen dieses Spiel jetzt für 5 Euro, für 10 Euro, für 20 Euro. Wir haben jetzt kein Problem damit, weil so viel Aufwand, wie viel wir in diesen Kanal hinein investieren, was wir einfach alles machen, das ist überhaupt keine, man kann das überhaupt nicht gleichstellen, aber es ist halt einfach nur eine kleine, so ein Dankeschön. Und bei uns ist es dann im Endeffekt eh so, dass das Geld dann wieder in Brettspiele reinfließt. Ja, oder halt irgendwie in den Kanal an sich. Ja. Hi. Hallo. Bye. So, ich hab übrigens noch irgendwo auch mal gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, dass die Verlage sehen das ja nicht so gut. Wenn wir als Brettspiel-YouTuber... Wenn an sich Rezensionsexemplare verkauft werden. So, und da muss ich auch einhaken, sagt man das? Anmerken, dass, ob wir das Spiel verkaufen oder verschenken, ist für den Verlag dasselbe. Ja, und ihr erinnert euch, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ist den Verlagen komplett egal, natürlich freuen die sich dann, wenn wir das rezensieren und so. Egal ist, was wir mit dem Spiel machen. Und das gehört. Wir nehmen diese Einstellung ein. Gehört dann auch für uns deswegen dazu, dass wir halt auch meinungsfrei, sag ich jetzt mal, uns äußern können und sagen können, das Spiel ist jetzt schlecht, das Spiel ist jetzt gut, ohne jetzt irgendwie den Designer oder so zu beleidigen. Das wollen wir nie. Und ja. Deshalb werden wir unsere Rezensionsexemplare verkaufen, selbst wenn Leute unter euch das nicht cool finden. Ja, und ich so. Kann mir auch gut vorstellen, dass immer noch Leute sagen so, aber hier und da, ihr bekommt doch so viel umsonst. Das ist halt auch so eine Sache, ihr bekommt es umsonst. Umsonst wird für mich, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und ich kriege einfach so Spiele zugeschickt. Aber ich glaube, wenn ihr selber mal ein YouTube-Video gemacht habt und
Ja, dann merkt ihr, dass das eigentlich gar nicht, ja, wie, ich habe ein Video geguckt, ja, und dann meinte einer, ja, wenn ihr hier auf das Presseevent vom Brett spielen wollt, dann macht einfach einen YouTube-Kanal auf und dann voilà, dann seid ihr auch hier. Nee, das ist Quatsch, ja, also es sieht vielleicht so einfach aus, dass da, ich sage jetzt hier Brettspielblog, der Benjamin oder Anton Krohn, ja, die machen einfach mal so locker flockig ein Video. Das stimmt nicht, ja, und bei uns auch nicht. Ja, damit wir ein Video aufnehmen, müssen wir uns richtig viel Zeit nehmen, müssen uns Gedanken machen, wir müssen die Spiele viel spielen, damit wir auch unsere endgültige Meinung machen können zu dem jeweiligen Spiel. Man muss viel E-Mails schreiben, also man macht schon sehr viel Arbeit, ja, und das macht auch super viel Spaß, also wenn man da Leidenschaft für hat, ja, sonst hätte ich den Kanal schon längst aufgehört. Ja, und wer sagt, wir kriegen einfach die Spiele einfach so geschenkt, ja, Leute, macht dann selber einen Kanal und dann seht ihr, was das für ein Aufwand ist. Ja, das ist nämlich für mich persönlich, ist das eine Beleidigung, wenn man mir sagt, ihr kriegt das ja alles einfach so. Ja, naja, weil wir stecken sehr, sehr viel Zeit rein, vielleicht auch zu viel Zeit. Aber das ist halt auch so beide Seiten. Man macht das sehr, sehr gerne und man hat wirklich Spaß auch dabei, daran. Und andererseits denkt man, oh, eigentlich bin ich schon, wie alt? Ich muss eigentlich schon längst einen guten Job haben. Und auch ja, das ist halt der Struggle, den ich jetzt gerade habe, jetzt mit der Uni-Klausur im Blick, wo ich jetzt merke, Mist, ich werde bald 25, also ich bin jetzt 24, werde bald so alt. 25 schon, also unter unseren Zuschauern bin ich der Jüngste. Ja, wahrscheinlich. Ich kenne ja die Statistik, unter 24 guckt uns fast gar keiner, glaube ich. Deshalb kann man auch so Talk machen, weil alle erwachsen sind. Und da fragt man sich dann, okay, investiere ich nicht vielleicht ein bisschen zu viel Zeit in Brettspiel-Geeks? Und ich weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ob ich, wo ich Fuß fassen werde, aber ich sag's mal so, wenn der Plan dann im Endeffekt sein wird, dass ich zum Beispiel eine Ausbildung machen muss, und ich bin ein, ich hasse Ausbildung, ich weiß nicht, wie es dann mit Brettspielgeeks weitergehen wird, also das wird dann, obwohl ich mit Wally dann sein möchte, wird es dann, glaube ich, darunter stark leiden. Ja. Ja, du kannst einfach dann gar nicht mehr, weil zur Zeit ist es halt so, wir spielen abends, vielleicht sogar zwischendurch. Bei der Klausurphase konnte man auch morgens spielen, dann lernen gehen. Ja, oder auch jetzt, ne? Wir haben uns jetzt einfach so einen Tag genommen oder einen halben Tag genommen und nehmen auf. Ja. Ne? Das ist jetzt unser zweites Video. Das eine Video war einfach sehr lange. Und ja, das kannst du dann einfach nicht machen, wenn du eine Ausbildung hast. Und einfach worauf wir hinaus wollen, ist, dass es ist keine Sünde, als Brettspiel-YouTuber auch ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ja. Und das ist bei uns, falls ihr auf unserem Patreon wart, da seht ihr natürlich, das ist jetzt nicht besonders viel, was ja auch nicht schlimm ist. Ja, wir wollen nicht sagen, ihr müsst uns jetzt Geld spenden. Jetzt sonst hören wir morgen auf. Vielleicht wird irgendwann dieser Moment kommen, wo ich das wo wir kürzer als treten. Konsequenz ziehen werde. Ja, vielleicht wird das auch früher kommen, als ich denke. Ich weiß es nicht. Ja, bei mir ist eine Tür zugegangen persönlich und ich warte, dass eine aufgeht. Hoffentlich. Aber irgendwie will keiner eine Tür aufmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, und wenn dann wir die Brettspiele dann auch verkaufen, ist das natürlich ein bisschen Hilfe auch für uns als Studenten. Ja, das Leben bezahlt sich nicht von selber. Und wenn dann welche von euch meinen, wir sind unsozial, weil wir sowas machen, dann schaut mal in den Spiegel. Es ist halt auch nur so eine Kleinigkeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir die Spiele extra anfangen, um daraus Geld zu machen. Oder wir fragen die Spiele an und verkaufen sie dann für teuer. Ja, anstrengend. Ne? Das ist übrigens das ist voll anstrengend, Spiele zu verkaufen. Ja, Tipp, wenn ihr, wir wohnen in Duisburg, wenn ihr
die gebraucht, also wer seht ja unser Video, was wir ja, da so dann, haben. Ja, wir haben einmal dieses, wo wir ihr könnt Spiele auch zu uns nach Hause kommen und dann die Spiele abholen. Wir können ja schreiben, vielleicht können wir auch ein Spiel zusammenspielen und danach könnt ihr die Spiele dann abholen. Also, weil das für uns dann viel leichter ist, weil das Versenden ist echt ätzend. Ja, aber zum Glück haben wir viele Kisten zu Hause. Ja, das ist aber richtig. Aber was. Ich weiß gar nicht, ob das genug wäre. Also, worauf ich halt dadurch mit dem gerade ein bisschen hinaus wollte, ist, dass viele ja Brettspiel-YouTuber haten, sag ich jetzt mal Hunter und Krone oder so, wenn da jetzt Werbung gemacht wird oder Geld gedingst oder Patreon-Exclusive, ja, oder ich sag jetzt hier, Boardgame-Digger hat auch Patreon-Exclusive mit Gewinnspiel gemacht und so, und viele sagen dann so, ihr Unmenschen, und ne, da hat sich auch bei uns einer aufgeregt, da habe ich dann nicht zugeschrieben, das sage ich dann hier einfach in dem Video, weil ich finde, dass Leute, ihr schadet dadurch dem Hobby auf dem YouTube Schema, ja. Sage ich jetzt mal, weil, sage ich jetzt mal, Hunter und Kron hätten kein Patreon, ja, und die können ja schon zum guten Teil davon leben, zumindest glaubt der Hunter, weiß ich jetzt aber nicht. Wenn sie das nicht hätten, dann würden Hunter und Kron wohl kaum fast täglich Videos hochladen und auch so hochwertige Videos schaffen können, ja. Das wäre einfach gar nicht möglich, wenn man später dann noch Kinder hat und so, ja. Und genauso beim Boardgame Digger oder beim Brettspielblog, ja, der das auch gerade, ja. Und bei uns ist das irgendwann dann bestimmt auch so, ja. Und ja, es ist ja jetzt ist schon eigentlich jetzt schon so, ja. Und also ich muss auch sagen, es ist auch nicht alles, was ihr seht, das ist nicht alles, was man macht. Ne, ich kann mir auch gut vorstellen, bei Hunter & Co., die machen hier dein Brettspiel-Event und das ist ja auch super viel Arbeit. Yeah. Und ja, und genauso ist es auch bei allen anderen, gibt es immer noch Sachen hinter den Kulissen, die ihr vielleicht nicht mitbekommt. Es gibt auch so einige Videos, die man auch die gar nicht verwertet. Ja, haben wir auch welche. Ja, und das soll jetzt nicht heißen so, ja, ihr müsst jetzt unbedingt alles alles unterstützen, ja, alle 5 YouTuber, die ihr mögt, ja. Das ist, glaube ich, bei jedem selbst abhängig, wie der jetzt da sitzt und alles, finanziell. Aber seid bitte nicht solche Menschen, die, wenn dann ein YouTube-Kanal sagt, okay, wir werden jetzt auf Patreon exklusive Videos machen, exklusiv irgendwie einen Podcast oder so, zusätzlich zu unserem YouTube-Kanal. Seid nicht diese Menschen, die dann schreiben, ihr wollt nur Geld und Geld und Geld. Nein, weil ich kenne alle Brettspiel-YouTuber, glaube ich, die jetzt so aktuellen, ja, auch persönlich. Und ich sag euch, keiner von denen macht das, um Geld zu verdienen, weil wer denkt ja mal selber also, nach, wer würde also auf die Idee kommen, oh, ich mache mit Brettspielen ganz viel Geld. Ja. Die Sache ist die, das lohnt sich gar nicht. Also wenn wir jetzt so einen Kanal machen würden, so Motivation fürs Leben und kommen in unsere WhatsApp-Gruppe, dann können wir auch. Aber selbst, okay, hast du zu Ende geredet? Ja. Selbst wenn du das wirklich als Ziel hast, das lohnt sich einfach nicht. So viel, wie viel du reinstecken musst und auch, ich weiß gar nicht, wie willst du denn wirklich Geld verdienen? Durch die Rezensionsexemplare? Dann scheint es wohl jemand dadurch reich geworden. Also das, ich weiß nicht, dann würdest du ja die bekommen und direkt verkaufen, aber dann würdest du ja gar nicht, also ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie in meinem Kopf gar nicht, weil wenn ich ein Spiel spiele und es ist wirklich ein nice Spiel, dann will ich das ja auch selber behalten, aber wenn ich sage, okay, egal, mir ist das Geld wichtiger, deswegen verkaufe ich es, ich weiß nicht, also irgendwie macht für mich das keinen Sinn, auch an sich die ganze Arbeit, das ist viel zu viel, ja. Da gibt es wirklich schnellere Wege, Geld zu machen, und ich glaube, wenn du wirklich Geld machen willst, dann mach diese, nimm die andere Wege Geld. Da geh nur mal arbeiten, ne? Das ist, was meine Eltern mir die ganze Zeit sagen. Auch mit dem YouTube-Kanal. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, und deshalb, ja, wenn ihr unsere Spiele dann gebraucht kaufen wollt, werden die, glaube ich, so günstig machen, wie es nur geht. Ja, also das sind wir auch gar nicht. Machen ganz normale Preise. Also ganz normale Flohmarktpreise sind immer noch günstig. Also unsere Patrons werden zuerst dort Zugriff haben, danach stellen wir die bei Facebook rein und ihr könnt mich dann ja auch anschreiben, falls ihr die bei mir abholen wollt. Und wir können dann auch Spiel zusammenspielen und so. Und ja, danke natürlich an unsere Patreons, auch wenn es nicht viele sind.
sind sie treu. Also das sind wirklich sehr treue Patreon-Unterstützer, die uns wirklich schon lange unterstützt haben und zum Beispiel bei dieser Kamera, die gerade aufnimmt, geholfen haben. Ja, und danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet... Hören wir auf? Ich weiß nicht. Wir müssen noch ein paar Themen hier auf den Tisch hauen. Na, letztes Mal haben wir alles wirklich angeschnitten, aber jetzt reden wir... Ja, ist halt... Ja, jetzt ist auch... Brettspiel-YouTuber und Geld. Ja, Rezensionsexemplare war eigentlich das Thema, ne? Ja, Rezensionsexemplare. Ja, wir sind schon wieder gesprungen. Ja. Keine Struktur hier. Keine Struktur. Ja, und danke den Patreon-Unterstützern, die uns da helfen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Zukunft von Brettspielgeeks aussieht. Jetzt momentan, ihr merkt ja, es kommen viele Videos, weil ich gerade eigentlich nur Bewerbungen schreibe und Optionen suche. Und bald ist mein Termin, da kann ich mir die Klausur anschauen. Das wird ein trauriger Tag. Schwarzer Tag. Wenn mir ein Punkt fehlt, ne, dann heul ich. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ja, die Zukunft von Brettspielgeeks vielleicht. Also jetzt gerade genießt die Zeit. Jetzt werden viele Videos kommen. Ja, hat Christoph Hetz. Jetzt hat er Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Aber falls ich dann im August eine Ausbildung finde und anfangen sollte und nicht irgendwie anders irgendwie mich reinschmuggeln, mogeln kann, dann werdet ihr Brettspielgeeks, glaube ich, nicht mehr so häufig sehen. Ja. Ja, und du bist jetzt auch mit deiner Bachelor fertig, ne? Bachelor fertig. Ja, du musst jetzt halt fertig schreiben. Aber so im August müsstest du fertig sein, oder? Ja, ich bin schon früher fertig. Tja, und dann ist der Spaß vorbei. Da sind wir erwachsen. Da sind wir erwachsen, offiziell. Ja, dann, glaube ich, musst du wirklich gucken, wie du das machst. Ja, klar. Also falls ihr jetzt denkt, Brettspielgeeks wird dann ganz aussterben, das glaube ich nicht. Aber es wird halt kürzer sein. Also es wird nicht mehr so viel sein. Ich glaube, auch wenn du wirklich anfängst zu arbeiten und wirklich Geld verdienst, dann ist ja das, was wir hier, das Pupilala, das, was wir hier gerade... Ja, das ist ja das Schlimme auch ein bisschen, was ich auch gehört habe, dass... Viele sagen so, sage ich jetzt mal, Brettspielgeeks, ich würde jetzt, sage ich mal, 500 Euro im Monat kriegen. Bekommen wir nicht. Sagen wir. Lange und ich, nicht. Und ich würde sagen, okay, ich mache mich selbstständig und lebe dann davon. Dass man am Anfang dann sagt, okay, ist alles super gut. Aber wenn du vorher nur mal gearbeitet hast, das aufzugeben. Und dann gibst du das auf, um nur noch so wenig zu kriegen, dann merkst du so, ne? Und deshalb ist das für uns gerade, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie wir überleben. Ja, also erst ja, gut, dass ich arbeite, ne? Also ich habe so einen Aushilfsjob, kriege 400 Euro Basis. Ja. Ich krieg nicht mal 400 Euro bei hier. Naja, egal, andere Sache. Ja, wir leben knapp, aber ich muss doch sagen, uns reicht das auch. Aber wenn du, glaube ich, mehr verdienst, dann sind deine Ansprüche auch irgendwie höher. Und ja, also uns geht's gut noch. Ja. Ja, das, ich glaube, nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du wirklich Geld verdienst, dann ist das Geldthema überhaupt kein Thema mehr. Ja, dann wirst du auch die Rezensionsexemplare leichter verschenken und so, ja, weil ja, dann sagst die, die auch, das schreiben, sind ja auch Lehrer und so, ne? Die arbeiten auch. Was juckt die 10 Euro oder so, ne? Für uns ist das eine Woche überleben. Nicht zu betreiben. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ihr uns irgendwie jetzt unterstützen müsst, sonst wir kacken sonst? Wollt ihr ein Kackvideo? Ich wollte ein anderes Wort. Ich wollte abkratzen sagen, aber ich denke... Abkacken wir richtig. Egal, auf jeden Fall. Ja, das ist ja unser Talk-Format, wo wir einfach... unsere Seele, unser Herz ausschütten. Ja, auf jeden Fall, deswegen ist es jetzt nicht Not am Mann und ihr müsst es unterstützen, sonst verhungern wir oder so, Quatsch. Dieses Video wird irgendwann vielleicht hoffentlich nicht kommen. Ja, hoffentlich wird das niemand so. Nein, es ist alles gut. Alles tutti frutti. Bloß, aber trotzdem ist Geld ein Thema und ja und hier und da und deswegen, Und ich hoffe, dass durch dieses Video, wenn dann mal ein YouTuber über Geld redet oder irgendwas macht, um Geld zu verdienen, dass ihr dann nicht sagt, boah, das ist blablabla, sondern das ist dann wirklich auch
gerechtfertigt in meinen Augen, wenn dann ein YouTuber sagt, ja, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld und ich stecke viel Zeit da rein, ja, ich könnte da auch was anderes machen, ja, ich könnte da einen Nebenjob machen, ja, und dass ihr dann nicht sofort mit dem Finger zeigt, ja. Wie könnt ihr nur? Also ich finde, dass an sich, der YouTuber macht das, dann könnt ihr ja entscheiden, unterstütze ich das oder nicht? Das ist komplett euch freigestellt. Da wird euch auch keiner hinterher sagen, oh, ihr seid ja so hartherzig oder so, warum macht ihr nichts? Das ist überhaupt kein Problem, wenn man sich da raushält. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn dann wirklich gehatet wird und gesagt wird, ja, wie könnt ihr nur? Ne? Ja, da muss ich allgemein, aber ich glaube, das wäre ein ganzes Video für ein ganzes Brettspielformat, das müssen wir uns merken. Brettspiel-Talk. Und zwar Hater in der Brettspielszene. Wie gemein können einige sein? Ja, das Problem ist, zum Beispiel, wir haben lange uns überlegt, was wir mit den Brettspielen machen. Warum? Weil das Thema eben aufgekommen ist und wir haben eigentlich gesagt, ja, wir verkaufen die. So, dann wurde dann gesagt, ja, aber hier, man darf das doch gar nicht. Hier und da haben wir uns wirklich hingelegt. Ja, sollen wir die jetzt nicht verkaufen, nur weil irgendjemand das gesagt hat? Und dann hast du irgendwie so ein schlechtes Gefühl, obwohl du eigentlich... war alles gut, so, keine Ahnung. Und deswegen haben wir uns dann Gedanken gemacht und irgendwann haben wir gesagt, ja, eigentlich haben wir kein Problem damit und wir sagen euch das, ihr wisst jetzt Bescheid und so. Aber trotzdem, dann, wenn dann gehatet wird, dann fängst du wirklich an, aber, ja, machen wir doch vielleicht irgendwie... Ich würde darüber ein ganzes Brettspiel-Talk-Video machen, weil ich finde, das ist schon auch ein bisschen aktuell, weil zum Beispiel der Alex von Spiellarm hat ja ein Video gemacht, dann wurde er stark gehatet. Aber er selbst. Welches Video? Community Llama oder so. Ja, habe ich auch nicht geguckt. Und der hat ein Video gemacht, wo er auf die Kommentare reagiert, wo er gehatet wird. Und dann hab ich mir gedacht, so, ja, also wir sind da nicht die Einzigen. Wir haben damals, ich kann mich erinnern, wir hatten eine Zeit lang, genau vor ungefähr einem Jahr, da haben wir richtig viel Hate abgekriegt. Also richtig viel. Da können wir jetzt auch später, also in den nächsten Talk darüber reden, mit unseren Erfahrungen und so, was wir dann als Konsequenz gezogen haben. Ja, und auch wenn die Brettspiel-Community die beste Community ist im Bereich Hobbys, ja, wenn du jetzt mit Gamern und so League of Legends, was weiß ich, was vergleichst, gibt es trotzdem ein paar schwarze Schafe und dann machen wir ein Video, wo wir über die schwarzen Schafe der Community reden. Wie sie der... Ja. Wie sie Schaden anrichten. Ja. Das ist ein gutes Thema. Also, seid gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, seid uns nicht böse, wenn wir ein Rezensionsexemplar mal verkaufen werden. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Die Menschen, für die das ein Problem ist, die gucken unser Video 10 Sekunden und danach machen die das aus. Deshalb. Gefühlt, ja. Gut, dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und genießt die Zeit und spielt ein paar hübsche Spiele. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Walli und Christopher. Mercy ist gerade zu Hause, die wollte nicht mitkommen von den Brettspiel-Geeks. Tschüss.